begleiten Sie die Reisegruppe auf dem Weg von der Niederstadt an der Peile entlang in die Innenstadt von Reichenbach. Im Hintergrund sehen Sie das Hotel Kaiserhof und auch hier führt eine Brücke direkt über die Peile in die Innenstadt. Es geht jetzt an der Poststraße hoch zur Evangelischen Kirche. Hier ist eine Fußgängerbrücke über die Peile, von der man ebenfalls aus der Niederstadt in die Altstadt von Reichenbach gehen kann. Man kann hier sehr gut erkennen, dass es doch ein Höhenunterschied gibt zwischen der Niederstadt und der sogenannten Oberstadt, das die Altstadt war. Hier sehen wir im Hintergrund, oder die Treppe geht auf die Promenade. Die Promenade ging rund um die Altstadt und war früher mal ein Verteidigungswall. Hier können wir noch zwei alte Stadtmauern erkennen. Durch die Tore kommt man dann von der Promenade in die Innenstadt und kann an der Mauer hochlaufen. Links der neue Wasserturm und im Hintergrund ist schon die evangelische Kirche zu erkennen. Sie wurde von Karl Gotthard Langhans entworfen und gebaut, der ja bekanntlich der Erbauer des Brandenburger Tores in Berlin ist. Hier sehen wir das Umfeld um die evangelische Kirche mit einem Standbild des Papstes Johannes Paul II. Hier der typische Turm der Karl Gotthard Langhans Kirche in Reichenbach. Ein Blick hinüber zum Ring von der evangelischen Kirche aus und dieses hier ist nun ein Blick vom Rathaus, also vom Ring zur evangelischen Kirche. Hier sehen wir die evangelische Kirche, das heißt nur der Turm. Das ist wohl die älteste Kirche von Reichenbach, die in unmittelbarer Nähe von Ring und Gotthardkirche steht. Die alte Stadtmauer ist teilweise noch gut erhalten. Hier etwas außerhalb des Kernes der Altstadt, der nicht so häufig fotografiert wird. Man kann doch wieder erkennen, dass es von der Niederstadt hoch zur St. Georg-Kirche sehr steil aufgeht. Hier sehen wir den Turm der St. Georg-Kirche. Das war die Pfarrkirche der Katholiken in Reichenbach. Am 29.09.1859 konnte die katholische Gemeinde St. Georg ihre 700-Jahr-Jubelfeier begehen. 3000 Menschen erhielten die Firmung. Die 750-jährige Jubelfeier konnten die Reichenbacher am 29.09.1909 noch in ihrer Heimat feiern. Das 800-jährige Jubiläum feierte die Gemeinde nach der Vertreibung in der Patenstadt Warendorf, der bekannten Reiterstadt in Nordrhein-Westfalen. Nun sind wir am Ring. So nannten die Schlesier ihren Rathausplatz. Hier sehen wir den Turm des Rathauses und rechts ragt der Turm der St. Georgskirche noch in den Himmel. Das sind immer noch Aufnahmen rund um den Ring. Es ist interessant, wenn man diese Bilder am Ring mit den alten Bildern vergleicht, die ich in einem anderen Film vorgestellt habe. Eine Schilderung in der Chronik der Stadt hat mich besonders nachdenklich gestimmt.
Pfarrer G. R. Robert Huck starb am 26.01.1922 ganz plötzlich. Er hatte unmittelbar davor die Wohnung des Kaufmann Bartsch in der Langen Bielauer Straße eingesegnet. Sein Kaplan konnte ihm die heiligen Sterbesakramente spenden. Als dieser Kaplan Kleinert nach seiner Ernennung als Kaplan sich bei seinem Pfarrer Huck in Reichenbach vorstellte, sagte ihm dieser: »Herr Kaplan, ich kenne Sie schon.« Darauf antwortete dieser: »Ich wusste nicht, wo wir uns kennengelernt hätten.« Pfarrer Huck antwortete: »Ja, ich habe Sie schon gesehen. Sie werden mir die Sterbesakramente spenden.« Diese geheimnisvolle Ankündigung hat sich dann tatsächlich später erfüllt. Reichenbach war immer eine sehr wichtige Handels-, Industrie- und Handwerkerstadt. 1582 erhielt die Stadt das Recht zur Herstellung von Barchent verliehen. 1626 werden 316 Textilmeister registriert, so viel wie in keiner anderen schlesischen Stadt damals. Im gleichen Jahr gab es 55 Kirschnermeister. Auch die Bierherstellung war von Bedeutung. Rückschläge brachten Hussiteneinfälle, Pest, der Dreißigjährige Krieg und die Schlesischen Kriege. In unmittelbarer Nähe von Reichenbach am Fischerberge war die letzte Schlacht im Siebenjährigen Krieg. Danach kam Schlesien endgültig zu Preußen. Anfang des 18. Jahrhunderts ging es wieder aufwärts. Baumwollene Stoffe, Barchent, Kanevas wurden zuerst nur in der Stadt produziert. Diese verlagerte sich später in die Dörfer und Städte wie Langenbielau und Peterswaldau. Die Kaufleute jedoch blieben in der Stadt. Der erfolgreichste war Friedrich Sadebeck, der mazedonische Baumwolle einführte und auf etwa 850 Webstühlen zu Kattun, Kotonagen und anderen verweben ließ. Da die einheimische Baumwollspinnerei den Bedarf nicht decken konnte, importierte er englische Maschinengarne und leitete damit den Niedergang der Baumwollspinnerei am Eulengebirge ein. Bei der Neuordnung des preußischen Staates 1815 bis 1816 wurde Reichenbach sogar Sitz eines der vier niederschlesischen Regierungsbezirke. Aber schon 1820 wurde dieser aufgelöst und die Städte und Dörfer auf die Bezirke Liegnitz und Breslau verteilt. Von den aufkommenden Textilfabriken wurden die größten in der näheren Umgebung eingerichtet. Allerdings blieb Reichenbach ein volks- und industriereicher Kreis. Betriebe der Zellwollverarbeitung und Elektroindustrie, noch heute ist eine polnische Rundfunkfabrik hier heimisch, entstanden ebenso wie Webstuhl- und Laktosefabriken, bekannt die Großmühle von Hilbert mit gewaltigen Siloanlagen und einige Färbereien. Die Einwohnerzahl von 17.300 im Jahre 1939 hat sich bis heute allerdings verdoppelt. Nun ist die Wandergruppe wieder auf dem Weg von der Innenstadt zum Bahnhof und da sehen wir die interessantesten Gebäude rechts und links der Bahnhofstraße auf dem Weg zum Hauptbahnhof in Reichenbach. Und nun erreichen wir den Bahnhof in Reichenbach. Von hier wurden alle Schlesier des Kreises Reichenbach mit Güterwagen in den Westen transportiert.
dieses Bild der leeren Bahnsteige macht genauso traurig, wie damals die Schlesier waren, als sie gegen geltendes Völkerrecht ihre Heimat ohne einen Prozess und einen Schuldnachweis kollektiv verlassen mussten.